Was für ein wunderschöner, natürlich viel zu warmer Oktobertag. Herzlich willkommen beim Motorradmagazin, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Für mich ist dieser Tag trotzdem der kälteste und traurigste des Jahres. Und zwar nicht nur, weil sich die Blätter schön langsam braun und gelb und schwarz färben und dann tot von den Ästen und Zweigen fallen. Nicht nur, weil die Vögel schweigen, weil sie sich in den Süden verpisst haben. Nicht nur, weil es früher dunkel wird und weniger lang hell ist. Und auch nicht, weil die Leute alle krank sind und mich anstecken, weil einfach keiner zu Hause bleibt, wenn er verdammt nochmal krank ist. Na, der Grund dafür ist die Triumph Boba Black, die hier in voller Pracht vor uns steht. Ich kann mich echt nicht satt sehen. Und die morgen ein riesiges Loch in meiner Garage und vor allem in meinem Herzen hinterlassen wird, wenn sie zurück an den Händler geht, der dann hoffentlich wenigstens einen anderen Menschen sehr glücklich damit machen wird, mindestens so glücklich, wie ich diese ganze Saison lang war. Ich habe jetzt den wahrscheinlich 15. Dauertester und ich war wirklich noch nie so glücklich mit einem Motorrad. Begonnen hat das Ganze eher so mit Supersportlern, Honda, Suzuki, bin viel Rennstrecke gefahren, waren jetzt auch nicht die optimalen Alltagsmotorräder, aber interessanterweise immer noch angenehmer als die Triumph Boba Black. Ich fange einfach einmal an zu erzählen, wie es mir so gegangen ist die ganze Saison, die ja mit heutigen Tagen leider endet. Und vielleicht können wir das dann zusammen erörtern, was die Boba Black so besonders macht. Dazu begebe ich mich natürlich ein letztes Mal auf meine Liebste, auf den 690 mm tiefen Sattel. Man sieht, ich kann die Beine ja schon fast nach vorne strecken, das ist, ich kann schon fast waagrecht von mir wegstrecken und sitze trotzdem ganz entspannt, sicher oben, kann nicht umkippen. Das heißt, auch Leute, die, nehme ich mal an, 1,60 sind oder 1,50, können wahrscheinlich mit der Triumph Boba Black fahren. Allerdings ist die Geometrie so, dass du möglicherweise mit 1,70 schon ein völlig anderes Fahrgefühl hast, als ich jetzt mit meinen 1,80. Dasselbe gilt natürlich für Leute, die wesentlich größer sind als ich. Mir hat ein Freund gesagt, er kam überhaupt nicht zurecht mit der Boba Black. Sie fährt zwar sehr gut geradeaus und dafür sind die Cruiser dann vornehmlich auch gebaut. Das ist halt einfach so, für sehr weite, schöne Radien. Sitzt auch relativ früh auf. Wir sehen, dass hier da diese Angstnippel sind vollkommen abgearbeitet. Und das war aber keine Kunst. Also ich versuche das ja eher zu vermeiden. Aber durch diesen geraden Lenker und durch diese etwas nach vorne gebeugte Sitzposition ist es ganz entscheidend, wie lang jetzt meine Arme sind, wie lang mein Oberkörper, meine Beine und alles sind, weil sich dann ganz stark die Fahrdynamik ändert. Ja, es ändert sich ganz stark, wie man das Motorrad bewegen kann, welchen Hebel ich vorne habe, wie ich ein bisschen aus der Hüfte lenken kann. Das wirkt sich meiner Meinung nach viel stärker aus als bei einem, wie soll ich sagen, Standardbike, einem ganz normalen Nakedbike oder vielleicht sogar einem Supersportler. Da machen dann ein paar Zentimeter mehr oder weniger gar nicht so viel aus. Hier ist es ein bisschen extremer. Deshalb natürlich am Schluss bleibt dann immer die Empfehlung, dass man das Motorrad selber probieren muss. Aber das ist eigentlich ganz interessant, wenn man immer von der Sitzposition ausgeht und sagt, naja, da kann jeder fahren. Aber die Sitzposition alleine ist es nicht. Die kann man übrigens ein bisschen verändern. Ich habe hier hinten zwei Schrauben, ist ein bisschen mühsam, weil ich sehr wenig Platz habe hier unter dem Sattel. Die kann ich lösen und dann kann ich meinen Sattel noch weiter nach hinten verschieben. Genau das wollte ich nämlich nicht, weil dann hätte ich wahrscheinlich auch so eine seltsame Position gehabt. Und das Fahrgefühl hätte sich eher zum Negativen verändert. Also darauf möchte ich hinweisen, weil man, wie gesagt, normalerweise sagt, naja, mit so einer Sportster oder eben auch mit so einer Boba kann jeder fahren, da macht die Körpergröße nicht so viel aus, weil da hat man immer einen sicheren Stand.
Naja, das Gefühl im Sattel ist ein ganz anderes. Natürlich gibt es aus dem Zubehör andere Lenker, Lenker, die sich einem mehr entgegenstrecken, vielleicht noch geradere Lenker, dann gibt es ein bisschen einen Abhänger, mit dem würde ich auch nicht gern fahren wollen, ehrlich gesagt. Für mich passt hier einfach alles und ich habe mich im Zubehör ein bisschen umgeschaut, auch was Spiegel betrifft, Lichter, Blinker, Auspuff, sehe ich überhaupt keine Notwendigkeit, dass man da irgendwas austauscht, außer vielleicht bei dieser Rücklichteinheit. Das ist halt immer ein Problem. Rücklichteinheit und Kennzeichenhalterung. Ich kenne kein Motorrad, Serienmotorrad, wo das schön ist. Ich kenne es einfach nicht. Dadurch, dass ich so tief unten sitze, habe ich natürlich auch nicht viel Federweg. Interessant ist, ich bilde mir ganz stark ein, bei der Präsentation war die Rede von 50 mm Federweg hinten. Jetzt steht aber in der Datentabelle von Triumph 77 mm. Vorne habe ich 90 mm an der 47 mm Gabel, die echt mächtig ausschaut, auch mit diesen Faltenbälgen, so ein bisschen ein klassischer Touch, sogar ein bisschen Scrambler ist da drinnen. Das ist im Alltag insgesamt echt nicht bequem und ich war vornehmlich auf sehr gut ausgebauten Straßen unterwegs. Ich war ehrlich gesagt auch sehr viel auf der Autobahn. Da gibt es ja nicht viele Verwerfungen, da gibt es vielleicht gerade mal über die Brücken diese Unterbrechungen, damit sich die Brücke irgendwie dehnen oder bewegen kann. Und das geht echt ins Gerippe. Also das geht teilweise so ins Gedärm, das ist unfassbar. Da drückt es mir die Luft aus der Lunge. Das spüre ich auch, das höre ich sogar im Helm. Also ich kann es gar nicht, da müssen wir jetzt wie einen Bauch boxen in der Klitschko oder irgendwer, weil das ein echter Schlag ist, der natürlich auch auf die Bandscheiben geht. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt in einem anderen Landkreis oder anderen Land oder wo auch immer wohnen würde, wo die Straßen größtenteils sehr schlecht sind, boah, also ich weiß nicht, ob man das antun wird. Also da würde ich sicher schon irgendwie ins Fahrwerk investieren. Ich weiß nicht, wie weit man jetzt den Federweg hier heben könnte und was alles möglich wäre. Es gibt auch aus dem Zubehör ein Federbein, aber ob das viel ändert am Komfort, wage ich einmal zu bezweifeln. Also es ist ein Motorrad, das eine gewisse Leidensfähigkeit voraussetzt oder einfach sehr, sehr gut ausgebaute Straßen. Ich habe eine gewisse Leidenstoleranz noch in meinem Alter, die aber schon langsam nachlässt, muss ich sagen. Und zum Glück haben wir sehr, sehr gut gepflegte Straßen, so im Allgemeinen. Und deswegen habe ich die Saison auch halbwegs schadlos überstanden. Aber dadurch, dass man teilweise natürlich auch ein bisschen gebuckt drauf sitzt, ist das ganz schlecht, wenn man da so einen starken Schlag bekommt. Also da muss man echt ein bisschen aufpassen. Das ist eben was, was man vielleicht bei einer kurzen Probefahrt noch nicht so merkt. Das merkst du dann eben erst nach 1000, 2, 3, 4 oder in meinem Fall, das kann ich jetzt auch gleich nachschauen, ich glaube 4.500 Kilometer, 4, 5, 85 ist natürlich nicht viel. Sieht man auch an den Reifen, die schauen aus wie 100 Kilometer. Also ich sehe da auch gar keine Indikatoren, dass sich da echt irgendein Abrieb bemerkbar gemacht hätte. Man sieht natürlich, die Schräglage kann man eigentlich gar nicht voll ausnutzen, weil irgendwann setzt dann auch Auspuffaufnahme oder so auf oder der Rahmen vielleicht sogar. Ich habe einmal versucht, den Clemens hinterher zu jagen, der auf einer CB1000R unterwegs war. Da hätte ich fast verkühlt. Also da muss man immer, immer vorsichtig sein, weil mit so einem gewissen Kurvengeschlängel es noch nicht so eng wird, kann man schon gut laufen lassen, weil der Motor einfach für mich eine echte Wucht ist. Der rein Zweizylinder 1200 Kubik, in dem Fall 77 PS, 106 Newtonmeter, den baut Triumph als nächstes in die Scrambler 1200 ein. Vielleicht mein nächster Dauertester, in ein paar Wochen schaue ich ihn mir zum ersten Mal in London an und von mir aus könnten sie den noch in 10 andere Modelle einbauen. Der hat einfach einen richtig schönen Bunch, der hängt super am Gas. Wenn ich das jetzt vergleiche mit Konkurrenzmodellen im ungefähr zum Hubraumbereich, 1000, 1200, 1100 Kubik, was es alles gibt, dann ist er einfach direkter, er boxt mehr. Ich finde, er hat auch ein satteres Gefühl. Er ist nicht so leer, er ist auch nicht so aufs Cruisen ausgelegt, sondern er hat einen ganz einen schönen Antritt. Das große Highlight finde ich, und darum geht es ja eigentlich auch bei so einem Motorrad, dass der Motor einfach richtig Wirkung hat auf den Fahrer. Guter Sound, deswegen finde ich auch die Auspuffanlage ist
perfekt. Also ich würde mir gar nicht mehr Lautstärke wünschen, weil es einfach sehr Kraft hat. Ja, das ist richtig gut gelungen, das ist ein Wahnsinn. Also das ist auch das, was mich so emotional berührt. Wenn man jetzt andere Elemente vergleicht, abseits vom Fahrwerk, das ich schon beschrieben habe, beispielsweise die Bremsen. Ich habe zwei Bremsscheiben hier, bei der Bobber habe ich ja nur eine. Bei der Bobber Black habe ich zwei. Es sind übrigens keine Vierkolben-Sättel, sondern Doppelkolben, schwimmend gelagert natürlich auf beiden Seiten. Und auch das bremst jetzt im Vergleich zu Konkurrenzmodellen ordentlich. Im Vergleich zu einem sportlichen Motorrad, zu beispielsweise einer CB1000R oder zu den neuen sportlichen Sporttourern, Tracer und Co. Multistrada, wenn man dann direkt umsteigt, was ich auch gemacht habe, nach einem Vergleich, dann ist man schon leicht schockiert. Also dann weiß man, dass das jetzt im Gesamtrang der Motorräder schon sehr weit unten steht und das muss man natürlich einberechnen. Wenn man das jetzt öfter und länger fährt, dann ist das völlig normal. Dann weiß ich nicht, was das für ein Bremsweg hat. Das ist bei jedem Auto so. Ja, wenn ich irgendeinen Pritschenwagen fahre oder einen Pickup, einen unbeladenen, der hat ja natürlich auch einen horrenden Bremsweg im Vergleich zu einem Porsche GT3. Aber man rechnet das ein. Man weiß es, man fährt vorausschauender, man fährt ja auch langsamer mit dem als jetzt mit einer CB1000R. Und deswegen war das auch überhaupt kein Problem. Ich habe auch kein Problem damit, wenn ich ein bisschen stärker ziehen muss. Beide Hebel kann ich übrigens verstellen. Ist auch nicht selbstverständlich bei einem Cruiser. Armaturen habe ich nicht viele. Den Info-Button, wo ich eben jetzt die Laufleistung gerade abgerufen habe, Tageskilometer. Durchschnittsverbrauch, der lag sehr lange bei 4,3 Liter. Ich habe das auch nachgeprüft und es stimmt absolut exakt. Und jetzt sind es 4,5, weil ich dann doch öfter ein bisschen flotter unterwegs war. Auch wieder Autobahnblasereien, ich muss es leider wieder sagen. Und da schlug er natürlich mehr. Die längste Strecke am Stück waren übrigens 170 Kilometer von Nähe Graz, Heiligenkreuz am Wasen oder irgendwo ungefähr bis nach Eisenstadt. Da war der 9 Liter Tank komplett leer. Also wirklich, ich glaube, da waren vielleicht noch 5 Meter drinnen, dann wäre ich schon gerollt. Das war auch das einzige Mal, dass ich wirklich 9 Liter reinbracht habe. Ich habe es gar nicht mehr geglaubt. Ich habe mir gedacht, das gibt es nicht, das ist komplett leer, 8,5 Liter, 8,7. Da waren es dann wirklich 9 und das ist auch das größte Defizit dieses Motorrads. So schön so ein kleiner, kompakter Tank ist, wenn man den Motor hier noch auf den Seiten sieht, das taugt mir irrsinnig. Deswegen mag ich den Boxer so und auch die Guzzi-Motoren, die längs eingebauten V2s übrigens, endlich merken. Und hier auch, da sehe ich wenigstens auch ein bisschen die Zylinder mit den Kühlrippen. Der Tank ist halt einfach zu wenig. Wir wissen also mittlerweile, die Bobber Black ist relativ unbequem. Sie ist ziemlich unpraktikabel im Alltag. Dazu kommt noch, dass sie ein Einsitzer ist. Schaut natürlich optisch gigantisch aus. Wäre nicht möglich, wenn ich hier hinten noch so diese typische Warze hätte, diesen Polster. Man muss das Fahrwerk dann auch nicht auf zusätzliche Beladung abstimmen. Das ist der große Vorteil bei Sportmotorrädern und auch die schauen besser aus als Monoposto. Meiner Meinung nach ist ein Motorrad auch nur ein Einsitzer eigentlich, aber ich habe es gemerkt im Sommer, da wollte ich natürlich oft meine Frau mitnehmen zum See, Neusiedler See, zum Schwimmen, irgendwo hin, einen Kaffee trinken, ein Eis und das geht halt nicht. Also man kann alleine fahren oder gar nicht. Dazwischen gibt es einfach nichts. Man kann nie jemanden mitnehmen, man kann nie jemanden aufgabeln. Und das ist eigentlich ein großes Defizit. Vor allem, wenn man das Motorrad so nutzt wie ich. Ich brauche das ja wirklich ständig, weil ich kein Auto habe und auch kein anderes Motorrad. Und auch nicht alles zu Fuß gehen kann, obwohl ich das gehen würde. Und deswegen fehlte das hier hinten. Aber die Optik ist halt ein Wahnsinn. Und dieser schwebende Sitz, auf dem ich hier gerade ruhe, der ist der Hingucker. Also das war ein Wahnsinn, wie viele Köpfe an der Seitenscheibe klebten auf der Autobahn oder irgendwo, wenn ich überholt habe und wie viele Passanten dieses Motorrad bestaunt haben. Also ich glaube auch,
wenn ich 10 gefragt hätte, die nicht jetzt unbedingt irgendwelche Experten sind, dann hätten wahrscheinlich 9 gesagt, das ist ein Custom-Bike, das habe ich mir bauen lassen. Es schaut auch so aus. Für mich ist das serienmäßig so ziemlich das Beste, was je gebaut wurde, oder sagen wir unter den Top 5. Unfassbar. Ja? Wahrscheinlich ist sie mir deswegen auch so ans Herz gewachsen, weil ich endlich beachtet wurde. Was mir jetzt noch ins Auge fällt, ist, ich habe schon gesagt, den Sitz kann man verstellen, man kann noch was sehr schnell, viel leichter noch verstellen, und das ist der Tachometer, der zum Glück noch analog ist. Darunter habe ich ein kleines LC-Display mit weiteren Informationen. Da habe ich so einen Schnellverschluss, den kennt man von Fahrrädern, und dann kann ich diese Einheit hier im Winkel verstellen. Bei mir war es meistens so, also fast komplett aufrecht. Man kann es auch kippen, dann liegt das hier. Und das schaut irgendwie cooler aus, habe ich gestern festgestellt. Nach der ganzen Saison habe ich das zum ersten Mal bedient, obwohl es so leicht zu bedienen ist. Naja, man kann es dann aber nicht immer ganz so gut ablesen, teilweise in dem Winkel. Spiegel dadurch, dass ich eigentlich ein relativ schmales Motorrad habe und sehr gut durch den Verkehr komme, habe ich gestern wieder machen müssen in Wien, sind die Spiegel auch nicht recht weit außen angebracht, und ich sehe wie immer meine Schultern, ich sehe auch hier die Unterarme. Also das sind so ungefähr 30% vom Spiegel. Ich kann die ja auch nicht, ich meine, ich könnte sie nach außen drehen, aber dann sehe ich irgendwie nicht das, was wirklich hinter mir ist. Es hat sich übrigens keine außergewöhnliche Schwäche geleistet, also es gab keinerlei unvorhergesehener Probleme. Es hat nichts gezickt, es hat nichts versagt, es ist nichts abgefallen, geblättert, sonst irgendwas. Schaut eigentlich alles noch aus wie am ersten Tag, ist ja auch ein Garagenfahrzeug und ein Schönwetterfahrerfahrzeug. Und ja, so pfleglich wie ich das Motorrad behandelt habe, wird der nächste Besitzer sicher viel Freude damit haben. Jetzt fällt mir vielleicht noch auf, Kette. Ich habe jetzt vor kurzem teilweise bei den letzten YouTube-Videos gesehen, dass sich manche dann doch einen Riemen wünschen würden, oft bei so einem Cruiser. Würde hier sicher auch super funktionieren, aber das ist halt eben diese Bonneville-Basis, auf der das alles irgendwie dann aufbaut, und deswegen auch hier Kettenantrieb. Ich fand das aber überhaupt nicht schlimm, weil genau das die Boba Black auch ausmacht. Das ist einfach ein bisschen ein wilderer Charakter, das ist was Direkteres, was Gewaltigeres, ja, ein bisschen aggressiver und nicht ganz so entspannt und geschmeidig, und da muss alles ganz soft gehen und so, sondern im Gegenteil. Es ist so ein bisschen eben dieses typische Triumph-Hooligan-Tum, was mir so taugt. Diese Engländer, auch wenn man dann bei Triumph selbst ist in England, in 2 Wochen ist es ja soweit, ich habe es vorher schon angesprochen, Scrambler 1200 Präsentation, nur statisch, ein paar Wochen später hoffentlich dann die dynamische Präsentation, und da sind einfach quasi so ein bisschen die ärgeren Typen dann auch teilweise dabei. Ja? Da ist der Techniker dann auch so ein Engländer oder auch der Boss und alle, das ist ein bisschen was Härteres, und das spiegelt auch das Motorrad wieder. Das taugt mir so, weil die gehen einfach dann auch den eigenen Weg und versuchen nicht, das auch so amerikanisch auszurichten, sondern einfach britisch. Und offensichtlich spricht mich das so an. Anders kann ich mir das nicht erklären. Nächstes Jahr die Scrambler, wie die wird, da bin ich echt gespannt. Die hat man auch noch nicht so richtig gesehen. Nur so schemenhaft in einem Video. Ob mich die wieder genauso vom Hocker haut wie die Boba Black. Da muss sie schon einiges leisten, da muss schon richtig gut ausschauen, muss ich sagen, und richtig gut klingen und auch richtig gut fahren. Und ich bin natürlich gespannt, wie dieser Motor, der mir so taugt, in einer Scrambler funktioniert, wie sich der macht, ob das zum Charakter passt, ob er vielleicht auch das noch sportlichere kann, wie in der Fraxen, ja, das werden wir dann sehen. Boah, das ist eine schiefe Wanze. Boah, Scheiße, Alter. Okay, so. Ja, meine Lieben, ich fahre jetzt heim in die Garage. Morgen setze ich mich wieder auf die Boba. Dann fahre ich zum Ilmoto. Und dann fahre ich mit dem Bus wieder heim.
Ein Like wäre ein kleiner Trost für mich. Ein Abo noch viel mehr. Und ein netter Kommentar natürlich sowieso. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Jahr. Goodbye.